Nachdem wir Steuerungselemente in unsere Skriptumgebung eingefügt haben, sehen wir uns jetzt weitere Metadaten an, die in deren Baumstruktur verfügbar sind. Mittlerweile solltet ihr mit .value, .string und .position der meisten Elemente gut vertraut sein, also widmen wir uns weiteren Eigenschaften. In weiteren Videos werden wir dann Funktionen erzeugen, die diese Eigenschaften tatsächlich verändern, aber erst einmal sehen wir uns an, welche Eigenschaften zur Verfügung stehen. Zunächst gibt es einige visuelle Optionen. .color ändert beispielsweise die Grundfarbe des Steuerungselements. Sinnvoll wäre vielleicht, dass ein Fader die Farbe ändert, wenn er sich den Endpunkten seines Regelwegs nähert oder wenn sein Kanal gemutet ist. Die Eigenschaft .color kann durch Hexadezimal-Farbcodes oder durch webgeeignete HTML-Farbcodes repräsentiert werden. Im Block-Controller kannst du das mit dem Block SetControlVisual einstellen. Falls dir keine dieser 70 Farben gefällt, kannst du hier in der Kategorie Values eine andere Auswahl treffen. Und wenn wir uns das von diesem Block-Controller generierte Lua-Skript anschauen, sehen wir, dass der Baumstruktur .control einfach ein Wert zugewiesen wird. Die Eigenschaft .legend bezieht sich auf die Kennzeichnung des Steuerungselements. Dies ist etwas anderes als der Name, den du beim Anlegen des Steuerungselements zugewiesen hast. Der kann durch das Skript nicht geändert werden. Legend ist genau so, wie wenn man in ein Steuerungselement einen anderen Namen eintippt, aber weil sich Legend dynamisch mit Scripting ändern lässt, ist es ideal, um die Kennzeichnung eines Buttons auf der Basis seines Status zu ändern. Im Block-Controller wird dies durch einen weiteren SetControlVisual-Block repräsentiert. Bei diesen SetControlVisual-Blöcken handelt es sich immer um den gleichen Block, nur mit einem anderen visuellen Element. Ich könnte also in diesem Dropdown-Feld einfach sein Ziel ändern. Und wo wir gerade hier sind, schauen wir uns doch mal diese an. .isInvisible ist eine Eigenschaft, die sich auf wahr oder falsch setzen lässt, um ein Steuerungselement unsichtbar oder sichtbar zu machen. Die würdest du vielleicht verwenden, um zum Beispiel bestimmte Bedienelemente eines Telefons zu verbergen, wenn es in Betrieb ist. Genauso wird ein Steuerungselement durch die visuelle Option isDisabled halbtransparent und nicht interaktiv. Dadurch weiß der Nutzer, dass es sich in seinem derzeitigen Zustand momentan nicht betätigen lässt. Die Eigenschaft .isIndeterminate ist ein weiteres Beispiel eines deaktivierten Buttons. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass du ein Steuerungselement in diesen Zustand versetzt, da dir diese Eigenschaft von einem Steuerungselement angezeigt wird. Wenn zum Beispiel ein Peripheriegerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, werden seine Steuerungselemente blassrot, weil sie eben indeterminate sind. Das bedeutet, dass das System die Verbindung zwischen diesem Element und seinem übergeordneten Gerät nicht bestimmen kann und es daher unbestimmt ist. Sagen wir, du überwachst einen Feueralarm-Schaltkontakt auf einem I/O-Frame. Du könntest den Wert des Steuerungselements auf einen etwaigen Feueralarm hin beobachten oder auch die .isIndeterminate-Eigenschaft. Wenn nämlich diese Eigenschaft wahr wird, weißt du, dass zu dem Gerät keine Verbindung mehr besteht. Das bedeutet, dass dein Feueralarmsystem nicht funktionieren wird. Dir fällt vielleicht auf, dass für einen Regler die Eigenschaften .value, .string und .position hier im Block-Controller verfügbar sind. Ein Umschalter hat aber etwas anderes. Eine Eigenschaft namens .boolean. Bei einem Steuerungselement, das wie ein binärer Button nur zwei Zustände kennt, repräsentiert .boolean im Prinzip dessen Wert. Auf sich allein bezogen wird für boolean wahr angenommen. Doch könntest du boolean auch auf falsch ändern, um das Steuerungselement zu deaktivieren. In Lua könntest du jedoch auf die .boolean-Eigenschaft eines Buttons Bezug nehmen, genauso wie auf seine Eigenschaft .value, .string oder .position. Bei den Eingangssteuerungselementen gibt es eine sehr wichtige Baumstruktureigenschaft, die du noch oft sehen wirst, .EventHandler. Der EventHandler eines Steuerungselements wird immer dann ausgelöst, wenn dessen Zustand geändert wird. Im Prinzip zeigt er an, dass sich irgendetwas ereignet hat,
das du zum Auslösen einer Aktion nutzen könntest. Dies ergibt nur für eine eingehende Baumstruktur Sinn und wir werden das häufig nutzen, wenn wir damit beginnen, Funktionen zu schreiben. Wenn du willst, dass etwas passiert, wenn der Button gedrückt wird, nimmst du den .EventHandler. Im Block-Controller wird dies durch diesen OnControlChange-Block repräsentiert, der, wenn wir auf das Lua-Skript schauen, der Anfang einer Funktion ist, die von unserem Kumpel, dem EventHandler, initiiert wurde. Bestimmte Steuerungselemente haben die Eigenschaft .values, das ist Values im Plural, also etwas anderes als .value. Beispielsweise könnte eine Anzeige damit in einer Matrix sowohl einen Peak als auch einen Durchschnittswert anzeigen. Außerdem gibt es die Eigenschaft .choices für Steuerungselemente mit Klappmenüs. Für Ausgangssteuerungselemente nutzt du vielleicht die Eigenschaft .rampTime, also eine Zeitdauer, in der ein Element von einem Wert zum anderen wechselt. Das heißt, wenn du das nächste Mal für dieses Element .value oder .position einstellst, braucht es diese Zeit, um dort anzukommen. Die Eigenschaft .rampTime wird in Sekunden ausgedrückt. Zum Schluss schauen wir uns die Trigger-Buttons an. Wir sagten schon ein paar Mal, dass Trigger besonders sind, weil sie keine Werte, Strings oder Positionen haben. Normalerweise ließe sich der Zustand eines Steuerungselements durch Anpassung dieser Eigenschaften ändern, aber bei einem Trigger müsst ihr so vorgehen. Control, Doppelpunkt, Trigger, Klammer auf, Klammer zu. Beachtet hier die Verwendung eines Doppelpunkts anstelle eines Punkts. Der Doppelpunkt signalisiert eine Methode und keine Eigenschaft. Eine Methode ist eine Aktion, die eine Steuerung ausführen kann. Der Doppelpunkt Trigger braucht nicht auf wahr oder falsch gesetzt zu werden. Zum Aktivieren reicht allein der Doppelpunkt. Es gibt eine Reihe von Baumstrukturmethoden, die ihr bei bestimmten Steuerungselementen findet. Die seht ihr zum Beispiel, wenn ihr Timer ins Spiel bringt. Diese haben eine Doppelpunkt-Start- und Doppelpunkt-Stopp-Methode. Oder TCP-Verbindungen mit Methoden wie Doppelpunkt-Connect, Doppelpunkt-Disconnect und so weiter. In dieser Online-Schulung befassen wir uns nicht mit Lua-TCP-Verbindungen, weil es viel einfacher ist, Strings innerhalb des Netzwerks mit dem Block-Controller zu senden und zu empfangen. Und wenn ihr im Block-Controller einen Trigger aktivieren wollt, findet ihr für das Element einen ganz spezifischen Block, der dessen Methode aktiviert. Gut, wir sind in der Baumstruktur so weit gekommen, wie fürs Erste nötig. Also geht es jetzt wieder zum Control-Worksheet. Es gibt keine wirkliche Übungsaufgabe für dieses Thema. Es werden nur einige dieser Eigenschaften gezeigt. Schaut es euch an und dann geht es endlich ans Erstellen von Funktionen, damit euer Skript auch tatsächlich etwas kann. Also macht weiter, wann immer ihr soweit seid.